In diesem Video möchte ich euch vorstellen, wie man relativ ohne das Auto zu zerstören die Diebstahlwarnanlage an Passat B4 ausbaut. Man macht da Folgendes. Das erste, was ihr machen müsst, ich habe jetzt hier schon ein bisschen vorbereitet, ist, dass ihr diese Schalter ausbaut. Das macht ihr mit einem kleinen Ritzchen oder mit so einem kleinen flachen Schraubendreher oder ihr habt sowas. Und dann geht ihr hier ins Gehäuse rein und müsst diese Teile nach oder diese Gumminippe, das graue, nach drüben schieben. Wenn ihr das nach drüben schiebt, dann verschiebt sich das hier parallel, das seht ihr hier. Dann habt ihr schon mal das raus. Dann steckt ihr das ab. Danach entfernt ihr nochmal die Verkleidung, die hier liegt, vom Armaturenbrett oder vom Tacho. Da habt ihr, ich glaube, einige Schrauben zu lösen. Das müsst ihr nochmal genau schauen. Hier unten ist eine. Dann ist die nächste Schraube da unten, sieht man die. Dann habt ihr hier eine Schraube, dann habt ihr hier eine Schraube und zu guter Letzt habt ihr hier oben eine Schraube. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht es weiter. Dann müsst ihr dieses Teil rausnehmen. Dieses Teil ist ebenfalls über eine Schraube gesichert, die habt ihr aber schon entfernt, weil ihr das Armaturenbrett rausgebaut habt. Ihr müsst es dann einfach von diesem Lüftungskanal abziehen. Also den ihr hier seht, das schwarze Rohr sozusagen. So, wenn ihr das habt, dann seid ihr eigentlich schon so weit, dass ihr die Diebstahlwarnanlage seht. Und die ist hier, dieses Kästchen. Und dann könnt ihr auch mit einem Schraubendreher daran. Und da empfehle ich euch Folgendes. Es gibt von Proxon so einen kleinen, ja, so ein kleines Gelenk. Und damit kann man das dann auch um die Ecke rausschrauben. Und wenn ihr das rausgeschraubt habt, könnt ihr es abstecken. Sind zwei Stecker dran und dann könnt ihr die kalten Lötstellen nachlöten. Das wäre es eigentlich vom Aufbau. Und somit könnt ihr auch echt Optimales machen. Dieses Lüftungsrohr könnt ihr dann zur Seite drücken. Da kommt ihr an die Schrauben ran. So, wir haben hier die Diebstahlwarnanlagensteuerung. Und ich möchte euch kurz zeigen, welche Teile man hier nachlöten sollte, wenn es Probleme gibt. Und zwar, man sieht es wirklich hier kaum. Also das heißt, ich habe jetzt hier schon eine nachgelötete Platine in der Hand, das habe ich gemacht. Man sieht die kalten Lötstellen mit purem Gesicht, auch mit Lupe sieht man das kaum. Ich habe mich einfach zu Folgendem entschieden. Ich habe einfach alle Relais-spezifischen Lötstellen nachgelötet. Das sind hier auf alle Fälle die größten im Zentrum, also die ganz großen. Und ich habe auch für die kleineren Relais hier, habe ich ebenfalls die Lötstellen nachgelötet und somit sollte das dann wieder funktionieren ohne Probleme und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an und da gibt es gleich ein zweites Video, wie wir das eingebaut haben, aber das sind die Lötstellen, die ich nachgelötet habe. So, wir haben jetzt hier das Relais dran gesteckt, das könnt ihr gar nicht falsch machen, weil die Stecker passen nur in eine Position rein. Wir haben hier das Steuergerät vor uns und da sind vier Relais drauf und es müssen diese vier oder zwei von den vier Relais müssen schon beim Hineinstecken und Drehen des Schlüssels in eine Position vor Motorstart schalten, nämlich das ist dieses Relais. Und dieses. Und das zeige ich euch jetzt. Also ich stecke den Schlüssel jetzt rein. Und ihr seht, mit herumdrehenden Schlüssels kurz vor einer Motorposition müssen wirklich diese Relais schalten. Und das machen die hier ohne Probleme. Und diese Stellen habe ich eben hinten nachgelötet. Das sind die größten. Und jetzt gehe ich einfach auf an. Und der Motor startet ohne Probleme. Und da funktioniert das. Wir machen nochmal aus. Ihr seht, da entspannen sich wieder die Relais, jetzt schalte ich wieder eine Position davor. Sie sind wieder unter Spannung, also schalten. Jetzt starte ich den Motor und der geht ohne Probleme direkt an. Und dieses Schalten ist eben das Problem, wenn es zur kalten Lötstelle kommt, da geht das Schalten nicht. Und deswegen müsst ihr dann sozusagen draufhauen auf euer Auto. Also hier sozusagen immer an diese Stelle haut man drauf, weil dieses Kästchen sitzt genau hier in diesem Bereich. Und das ist die Lösung für das Problem, wenn das Auto am Anfang nicht angeht oder auch während der Fahrt einfach ausgeht. Das wäre es von diesem Video. Mehr findet ihr auf dem Blog, dann habt ihr auch nochmal Bilder vom Ausbau. Genau, das soll es dahin gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video helfen können. Ciao!